Frau. Georg ist Mann oder Frau? Was? Ah. Nein, glaube ich, er ist ein Mann, oder? Und Georg, der arme Kelle. Das ist der Georg. Das bin ich. Also, ich bin jetzt in Lübeck irgendwie. Und jetzt hört er erstes Mal eigentlich. Jetzt wird es erst aufgelöst. Ja. Wie? Nein, das wurde nicht aufgelöst. Der Typ in Lübeck denkt, dass ich schwul bin. Und das aber denkt er auch immer. Das ist die ganze Stadt wahrscheinlich. So. Oh, nee. Hast du ihm nicht gesagt, dass er nicht weiß? Ich nicht mehr. Das war nicht so wichtig. Ja, aber... Aber das kennst du nicht mehr. Ich habe gesagt, okay, das war... Eigentlich, weißt du, was ich hatte alles gesagt? Das ist nichts, ja? Ich weiß nicht, was hat passiert. Ich habe gesagt, das ist, was ich habe letztes Mal gesagt. Das ist wahr. Und das so hat geklungen, dass er... Okay, das ist wahr. Und die Reste zum Beispiel, was hast du von mir gehört? Das ist nicht wahr. Zum Beispiel Georg. Aha. Ich hatte so gesagt, das ist nicht wahr, ja? Ich verstehe, aber er hat das nicht gecheckt. Ja, glaube ich nicht, ja. Muss ich noch anrufen, ja. Oh mein Gott, und jetzt so, was ist das, Georg? Ich muss das auf Chinesisch lernen. Fängt das so ein Cheater, scheiße, geh ich nicht dran. Oh mein Gott, was soll ich sagen? Hallo. Naja. Man muss nicht anrufen sagen. Ja, das wäre es, stimmt. Das wäre wirklich. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir so geht. Du musst uns Skype machen, damit er dein Gesicht sieht. Nee. Hallo, ich bin zufriedenerweise in der Stadt. Was geht's dir? Ich bin ganz zufriedenerweise in der Stadt. Ja. Was soll da schon was vor? Es gibt gar nicht Sinn. Aber einmal, als ich war 16, 17 Jahre in die Studentenwohnheim, ein Typ, ich hatte das gehört über ihn, aber ich wollte das nicht vertrauen, dass er ist, glauben, oder er ist schwul. Ja? Und plötzlich, ein Sonntagnachmittag, bin ich zurückgekommen nach Bratislava und von Hause. Und fast niemand in die Studentenwohnheim, dieser Typ, ja, kommt zu mir und wir reden. Wir sitzen so im Bett so, und wir reden, ja. Und dann plötzlich, ja. Und ich war ziemlich okay mit ihm, ja. Und plötzlich fängt an. Ah, weißt du, was denkst du, wenn ein Mann zu anderen Mann mag, so mit der Hand, das ist kein Homosexualität, oder? Warte! Aber weißt du, weiß ich nicht, egal. Aber hast du Lust, dass du deine Hand machen? Das war so eine Überraschung für mich. Das war die eine erste Freundin, ja? Oh. In deinem Leben. Ja? No. Geh mal bitte, geh. Du brauchst eine Dusche, oder? Geh mal. Und hast du mich gemacht? Ah, natürlich nicht. Später nicht allein. So wie Gummihandschuhe oder sowas. Das ist quasi wie Kondome. Wow! Roland. Nein, ich hatte das nicht geschafft. Und wenn ich dich heute Nacht frage? Jetzt mit über 30 mit Erfahrung. Das ist jedenfalls ein Film, oder? Ja, wegen ich bin Sokrates geworden. Ich würde sagen, scheiße, ich hatte das verpasst.